Nun denn. An dieser Stelle sage ich, wir machen weiter. Hier sieht man nochmal, das kann ich jetzt euch zeigen. Ist quasi der jüngste Verlauf des Abenteuers. Das gibt es auch nur in Feuerrot, Blattgrün. Was zuletzt geschah halt. Das passiert immer, wenn man das Spiel neu einschaltet und seinen Speicher dann weitermacht. Wisst ihr? Vor der Haustür. Echt jetzt? Ah, Jan, du bist also zurück? Wie ist es denn um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Darf ich? Ja, darf er nicht. Aha, du hast 62 gefangen. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt etwas, das ich dich fragen wollte, Jan. Komm, folge mir. Wie schon gesagt, 60 werden benötigt, um Postgame freizuschalten. In letzter Zeit wurden viele seltene Pokémon gesichtet. Ich spreche von Pokémon, die nie zuvor in Kanto aufgetaucht sind. Ich würde mir das gerne selbst ansehen, aber ich bin zu alt. Da ich nicht kann, möchte ich dich, Jan, bitten, an meiner Stadt zu gehen. Das habe ich gehört. Upsi, warum gibst du immer Jan den Vorzug gegenüber mir? Ich habe mehr Pokémon gefangen und auch noch schneller. Ich sollte mich also um alles kümmern. Ich weiß, ich brauche natürlich auch deine Hilfe. Lass mich eure beiden Pokédex sehen. Jetzt werkelt er so ein bisschen da drum, alles klar. So, und erledigt. Nun können Sie noch mehr Infos über Pokémon sichern. Wurde erweitert auf den nationalen Pokédex. Also, Jan und Blau. Dieses Mal müsst ihr den Pokédex wirklich vervollständigen. Es soll der beste und vollständigste Pokémon aller Zeiten werden. Pokédex. Das ist wahrhaft ein großes Unterfangen in der Geschichte der Pokémon. Ruhig, Upsi, keine Aufregung. Ich vervollständige den Pokédex. Mach dir keine Gedanken. Ich denke, ich werde mich zunächst auf Island 1 umsehen. Wie dem auch sei, ich muss weg. Jan, überall in dieser Welt erwarten dich Pokémon. Wäre schön, wenn es echt so wäre. Im Real Life. Ja, wobei, wozu gibt's denn Pokémon Go? Nee, aber... Ich denke, wir werden uns, ne? So sehr Mikuel mir geholfen hat, aber ich denke, wir werden nach einem Ersatz für ihn suchen müssen. Oder was heißt Ersatz? Es ist ja mehr so ein Zusatz. Mikuel ruht sich halt was aus. Kann man mal einer verraten, warum ich dahin jetzt geflogen bin? Oh Mann, ey. Ach, übrigens. Wir fliegen doch mal nach... zum Spaß zum Indigo-Plateau. Pat mal auf. Jetzt sind da auch weitaus mehr Leute da. Vielleicht liegt eine Mitgliedschaft bei den Top 4 in den Genen. Ich habe gehört, dass Siegfried einen Cousin hat, der irgendwo weit weg Arenaleiter ist. Es ist Sandra, Arenaleiterin von Ebenholz City. Agathes Geist-Pokémon sind erschreckend hartnäckig. Ich habe meine Kampf-Pokémon bis zum Äußersten trainiert. Ich bin selbstbewusst zu Agathe hingegangen, aber sie hat uns mit Leichtigkeit besiegt. Die alte Dame ist auch leicht zu verärgern.
Es bedarf nur einer Bagatelle und die angsteinflößende Dama legt los. Ja, da kannst du kicken. So. Pass mal auf. Die Person steht vor der Tür. Es tut mir leid, aber du hast deine Zeit verschwendet, hierher zu kommen. Lorelei von den Top 4 ist nicht zugegen, weißt du? Da ist die Pokémon-Liga vorübergehend geschlossen. Okay, ihr habt's gehört. Lorelei. Lorelei ist gerade mal als einzige bei den... nicht bei den Top 4 anwesend. Und sie ist... und dafür ist jetzt die Pokémon-Liga geschlossen. Ja gut, wenn schon denn schon, müssen ja alle anwesend sein. Tja, warum ist Lorelei weg, kann man sich fragen. Gut. Ah, du hast den Tripass. Möchtest du an den Bord? Ja, ich würde mal sagen, wir fahren nach Island 1. Ach ja. So, wir lassen uns nochmal bei, wie heißt der, Celio blicken. Hey du. Jan, wie ist es bei dir gelaufen? Oh, aha, du hast mir Pokémon gefangen. Weißt du was? Es könnte vielleicht hilfreich sein. Ich modifiziere momentan das Netzwerk. Ich richte es so ein, dass ein Tausch über lange Distanzen möglich ist. Wenn ich fertig bin, kannst du exotische Pokémon mit Trainern von nah und fern tauschen. Aber es gibt einen Haken. Damit die Maschine überhaupt funktioniert, brauche ich einen speziellen Edelstein. Er soll hier auf Island 1 sein. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Wer weiß, wo er ist. Ich habe versucht, den Edelstein während meiner Forschungen zu finden. Am Ende habe ich weder beim Edelstein noch beim Forschen Fortschritte gemacht. Wenn ich mich auf Bill verlassen würde, wäre mein Fortschritt gewiss. Aber dieses Mal möchte ich es alleine schaffen. Tja. Wer weiß, wo es ist. Also ich meine... hallo, auf Besichtigungstour? Ist das warme Klima hier nicht großartig? Ich tropfe schon. Nein, zwar jetzt hier auf den altbekannten Routen sind jetzt keine neuen Pokémon aufgetaucht. Dafür. Aber wir haben ja auch noch nicht alles erforscht. Erforschen können. So rum. Wir werden jetzt... ja, keine Ahnung. Ich meine... wir haben doch beim Glutberg doch was Verdächtiges entdeckt, oder? Zuletzt waren ja zwei... zwei Leute von Team Rocket beim Glutberg aufzufinden. Und die sprachen doch von einem Schatz. Könnte das womöglich der Rubin sein? Beziehungsweise der Edelstein. Wow, endlich durch! Auf zur Schatzsuche! Wir bringen jeden Schatz, den wir finden, ins Lager, verstanden? Und wie lauten die Passwörter für das Lager natürlich? Wie? Du hast das Passwort vergessen? Okay, eigentlich sind es zwei. Das erste lautet Arbok Cobra. Und das zweite ist... warte mal. Hey, das Bike belauscht uns. Voll nicht. Du willst wohl etwas von unserem Schatz? Das kannst du vergessen. Team Rocket existiert also noch weiterhin. Es wurde gar nicht richtig aufgelöst. Das Ding ist, Giovanni ist aber weg. Also irgendjemand anderes muss das Team noch zusammenhalten.
Radikal. Aber ich finde es komisch, dass die Trainer, also die Pokémon, der Trainer jetzt auf 35, jetzt noch 35 sind. Kapiere ich nicht. Es müsste weitaus höher sein. So 50 zumindest. Sandama. Warte, wie konnte das geschehen? Fröne der Amnesie und vergiss, was du gehört hast. Nö, das hättest ihr wohl gerne. So, jetzt lass ich nochmal Mykoel ran. Der soll ja auch nicht zu kurz kommen. Du hast uns bespitzelt, gib es zu. Und auch nur zwei Pokémon. Eigentlich viel zu schwach letzten Endes. Komm schon, Alter. Das war so klar. Und Knogger. Bam, 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 bam. Also was ich kann, kann er auch, so nach dem Motto. Hä, wie? Warum musstest du gewinnen? Welch Rückschlag? Wir müssen uns neu gruppieren. Du, denk nicht einmal daran einzutreten. Wenn du weißt, was gut für dich ist, denk nicht einmal dran. Hahaha, doch, wir machen es jetzt. Glutberg, neue Gefilden. Erstmal Steine zertrümmern. Wir haben neben alten Pokémon auch ein paar neue dabei. Ein oder zwei, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wahrscheinlich immer noch kein Magma, wa? Dazu muss erstmal mein Schutz weg. Wir haben ein kleines Stärkerätsel. So, hier. Und dann da. Wollen wir doch mal schauen, was uns da so begegnet. Wir können doch mal hier die Felsen wegsprengen. Vielleicht finden wir da noch was drunter. Wir haben da gleich ein Schneckmark drunter. Schneckmark kann man im Felsen finden? Das habe ich noch nie gehört. Aber den fangen wir mal zum Spaß. Zack. Da haben wir's. Er schläft nie. Es muss in Bewegung bleiben, da sein Magma-Körper sonst abkühlen und erhärten würde. Oh. Wie heißt die Schnecke, die miaut?
Gary? Egal. So, wir haben hier zwei Wege. Wir gehen aber hier lang erstmal. Und da tropft immer noch Wasser. Oh. Hier Schneckmark natürlich auch wieder wild. So, und hier haben wir die Braille-Schrift, die Blindenschrift. Hier haben wir erstmal das ganze Alphabet aufgelistet, dann mit Punkt und Komma. Und hier ist der Rubin. So. Die wahre Bedeutung des Texts hattet ihr auch soeben gelesen. Ich war mal so nett und hab sie euch eingeblendet. Okay, wie scheint, gibt es nur Schneckmark hier in den unterirdischen Gewölben. Gewölben vor allen Dingen. Eigentlich war es auch, leider war es schon alles an neuen Pokémon hier zumindest. Aber auch nur im Glutberg. Auf Island 3 könnten wir noch was fangen, aber wozu? So, wir brechen auf. So, mein Freund. Oh, das ist das Rubin. Dankeschön. Jan, du bist einzigartig. Naja, ich bin dazu noch eigenartig, bösartig und abartig. Darf ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten? Jo. Während meines Studiums der Edelsteine habe ich etwas Wichtigeres herausgefunden. Es gibt einen weiteren Edelstein, der zum Rubin gehört. Der andere Edelstein wird auf Sevi Island vermutet. Jan, bitte finde den anderen Edelstein. Gib mir aber vorerst deinen Pass und für die Fähre und die Karte. Buntpass. So. Wir können jetzt nicht nur drei Inseln besuchen, sondern sieben. Island 4, wir kommen. Die klappern wir natürlich auch jetzt alle ab.